Unglück, das dort vor 13 Jahren passiert ist, hätte ich nie gedacht, dass im Schlossrestaurant jemals wieder Hochzeitsfeiern stattfinden würden und schon gar nicht, dass ausgerechnet mein Bruder sie von neuem anbieten könnte. Bis dahin und noch ein Jahr darüber hinaus, weil so lange der Vertrag lief, war unser Vater der Pächter gewesen. Danach hatte sich über Monate kein Nachfolger gefunden und dann fand sich einer, der für eine ganz andere Klientel aus war, eine Pizzeria eröffnete, im Keller eine Kegelbahn einrichtete, zwei Zielscheiben für Darts aufhängte und darauf setzte, dass die Geschichte mit der toten Braut entweder in Vergessenheit geraten oder im Gegenteil sogar eine makabere Attraktion werden würde. Man hatte meinem Bruder gegenüber mehreren Mitbewerbern den Vorzug gegeben, als die Pacht im vergangenen Jahr erneut ausgeschrieben worden war. Und er hatte das Restaurant in kürzester Zeit zu seinem früheren Ruf geführt, ja, sich sogar weit über die Region hinaus Anerkennung erkocht, wie es hieß, und wollte deswegen in Zukunft auch wieder an die alte Tradition mit der Heiraterei anschließen. In meiner Kindheit hatten wir gewöhnlich 2 oder 3 Wochen nach Ostern, wenn die Wintersaison vorbei war, unser Hotel in den Bergen verlassen und das Restaurant bezogen. Und dann begann es auch schon mit den Hochzeiten Wochenende für Wochenende, oft 2, eine am Freitag, eine am Samstag, bis in den September hinein oder gar bis Anfang Oktober. Das Hotel blieb im Sommer geschlossen. Unser Vater fuhr alle paar Tage hin, um nach dem Rechten zu sehen und erst nach Allerheiligen, wenn es oft schon wieder schneite, packten wir unsere Sachen zusammen, verriegelten alles und kehrten nach Hause zurück. Ich war damit aufgewachsen, im Winter das Hotel und die Skischule, im Sommer die Hochzeitsfabrik, wie zuerst unser Vater sie ironisch nannte, wie sie dann aber von allen ernsthaft tituliert wurde, ohne dass dadurch die Anziehungskraft litt. Man heiratete im Schloss, auch wenn es in Wirklichkeit keines war und nur so hieß. Man heiratete bei unserem Vater, der diese Position irgendwann ein für alle Mal besetzt hatte. Kaum jemand aus den umliegenden Dörfern schlug sein Angebot aus, aber die Leute kamen auch aus der Stadt, entschieden sich für eine der 3 Möglichkeiten, Standard, Medium oder Extraklasse, und ließen sich von unserem Vater beraten, der für alles garantierte, nur nicht für das Glück. Er war leicht anzüglich damit, dass er den Brautpaaren an ihrem Freudentag abnehmen würde, was er ihnen abnehmen könne, damit sie für das, was er ihnen nicht abnehmen konnte, Kopf und Hände frei hätten. Dazu versprach er ihnen sogar schönes Wetter oder bei Schlechtwetter einen satten Rabatt. Und sie wählten 1 oder 2 kleine Extravaganzen, die Fahrt in der offenen Kutsche die Serpentinen zu dem kleinen Plateau herauf, von dem sich der sogenannte Schlossberg mit der Burgruine aus dem 14. Jahrhundert erhebt, das Engelsspalier mit dem geflügelten Kinderchor oder den Schleiertanz. Den hatte unser Vater allerdings erst in den allerletzten Jahren angeboten und es war ein zweifelhaftes Erlebnis zuzuschauen, wie sich eine Schauspielerin aus dem Landestheater auf dem Boden wand und regelte, als hätte sie den Verstand verloren. Ich war 15, Internatsschüler und hatte noch kein Mädchen geküsst, als ich bei den Feiern zu fotografieren begann. 2 Jahre davor hatte mir unser Vater zum Geburtstag eine Kamera geschenkt. Und weil er auf alles mit dem Blick des Geschäftsmannes sah und gleichzeitig keinen falschen Respekt vor den falschen Künsten hatte, wie er sagte, wunderte ich mich nicht, dass er irgendwann mit dem Vorschlag kam, wir könnten das Fotografieren inklusiver anbieten, das bisschen Knipserei würde ich schon zustande bringen. Zuerst wehrte ich mich, wie ich mich gewehrt hatte, im Hotel beim Servieren zu helfen oder den Skischülern die ersten Sprünge im Schnee vorzuführen, aber wie auch sonst immer, entkam ich unserem Vater nicht. Er setzte seinen Willen durch und ich hatte neben meinen Tätigkeiten als aushilfsweiser Skilehrer und gelegentlicher Kellner, zusätzlich die als Hochzeitsfotograf, für die er mich mit einem dunkelblauen Anzug und einer dezent weiß gepunkteten dunkelblauen Krawatte verkleidete. Damit hätte ich mich auch bei einem Begräbnis nicht schlecht gemacht. Und wenn man mich so ausstaffiert sah, konnte man leicht vergessen, dass ich in Wirklichkeit noch zur Schule ging und in den Unterrichtsstunden am Samstag mit dem Schlaf kämpfte, so oft ich am Freitag engagiert gewesen war, und unser Vater mich nicht wieder krank melden konnte, weil er es bereits an so vielen Wochenenden davor getan hatte. Ich besaß eine Leica. Alles, was ich über das Fotografieren wusste, hatte ich mir selber beigebracht, und mein Glück am Anfang war,
dass die Paare, die ich vor die Kamera bekam, kaum weniger verlegen waren als ich oder vielleicht nur abgelenkt und deshalb gar nicht merkten, dass sie es mit einem zitternden Amateur zu tun hatten. Die ersten Aufnahmen machte ich per Ankunft, wenn sie aus dem Auto oder aus der Kutsche stiegen und sich umsahen, auf dem Vorplatz, hinauf zur Burgruine blickten und hinunter ins Tal, aus dem sie gekommen waren, und ich einen Eindruck von ihnen zu gewinnen versuchte, in meinem Kopf auf ihr Glück oder ihr Unglück setzte. Auf den letzten Bildern, gewöhnlich lange nach Mitternacht, hatten sich meine Ahnungen in der Regel verfestigt oder waren widerlegt worden. Fast alle heirateten auch kirchlich und die Zeremonie fand in der Kapelle der barmherzigen Schwestern statt, die nur ein paar Schritte von unserem Restaurant ihr Mutterhaus hatten. Aus dem kleinen, wie ein Kinderspielzeug in der Landschaft stehenden Kirchlein mit dem Schwesternfriedhof rundum, der mit seinen Reihen ausgerichteten Gräbern nicht zufällig einem Soldatenfriedhof glich, traten sie wie geblendet ins Freie. Mein Standardbild in diesem Augenblick ging haarscharf an den Holzkreuzen vorbei, manchmal so knapp, dass ich nachträglich noch Reste wegschneiden musste, und zeigte sie überrascht und mit nackten Gesichtern in ihrer himmlischen Freude. Dann fotografierte ich sie auf der Wiese daneben, und ich musste ihnen nicht sagen, dass sie sich ins Gras setzen könnten. Ich fotografierte sie vor dem Brunnen, der zum Kloster gehörte, und sie spritzten sich ohne ein Wort von mir nass. Ich fotografierte sie am Waldrand und am Ende waren die Motive schnell durchdekliniert. Ob sie einander tief in die Augen blickten oder in die Ferne, ob sie sich küssten oder nicht, ob die Braut ein Bein entblößte oder sich mit einer Hand ins Haar fuhr, ob der Bräutigam sie am Arm fasste, den Rücken durchbog wie bei einer Tänzerin oder sie gar hochhob. Sie fehlten sich brav, wie nach einem unveränderlichen Drehbuch und waren schließlich kaum mehr voneinander unterscheidbar. Obwohl ich allen vorschlug, zur Ruine hinaufzusteigen und in ihrem Gemäuer Bilder zu machen, gingen die wenigsten darauf ein, weil der Aufstieg zu mühsam war und sie nicht das richtige Schuhwerk dafür hatten und unbewusst wohl auch die düstere Atmosphäre fürchteten. Zuerst nur für die Extraklasse, bald aber schon für alle, hatte unser Vater im ersten Stock über dem Restaurant ein Zimmer eingerichtet, in das sie sich zum Entspannen zurückziehen konnten, wenn sie mit mir im Gelände gewesen waren. Und es hatte sich eingebürgert, dass ich sie danach noch einmal fotografierte, sobald sie wieder daraus hervorkamen. Dann versuchte ich an ihren Mienen abzulesen, was ihr Lächeln bedeutete, oder fragte mich, warum sie mir, einem 15-, später 16-, 17-Jährigen, so deutlich zu verstehen gaben, was alles sie in der vergangenen halben Stunde hinter der verschlossenen Tür miteinander getan haben könnten. Es gab eine Stelle, zu der ich sie danach immer führte. Man ging vom Restaurant nur einen schmalen Weg durch den Wald, und dort tat sich noch einmal eine kleine Lichtung auf. Ich stellte sie alle auf den genau gleichen Platz und fotografierte leicht erhöht von einem Baumstumpf, weil dadurch im Hintergrund des Bildes gut sichtbar die Achterschleife erkennbar war, die Fluss und Autobahn weit unten im Tal bildeten und die mein Markenzeichen wurde, ein Blick in die Unendlichkeit. Sie mussten dazu an den Abgrund herantreten, immer noch weit genug weg, dass es gefahrlos war, aber doch so nah, dass ihnen die mögliche Gefahr nicht entging. Dabei verließen sie gleichzeitig die Stille, die im Schatten des Schlossbergs herrschte, und wurden mit einem Schlag vom Lärm der in langen Kolonnen nord- und südwärts ziehenden Sattelzüge erfasst. In diesem Moment konnte ich ganze Romane an ihren Augen ablesen, und fast alle äußerten auch etwas, und wenn es nur die Frage an mich war, ob ich sie am schönsten Tag ihres Lebens umbringen wolle. Als ich jung war, glaubte ich an fast alles und später an fast gar nichts mehr. Und irgendwann in dieser Zeit dürfte mir das Glauben abhanden gekommen sein. Natürlich war es eine Anmaßung, aber als ich zum ersten Mal von einer Braut dachte, sie müsste eigentlich davonlaufen, wenn sie nur einen Augenblick überlegen würde, war ein Damm gebrochen. Und ich konnte bei den vielen folgenden Hochzeiten den Gedanken kaum je wieder verscheuchen. Mit einem Mann an ihrer Seite, und es brauchte gar kein schlimmer Zeitgenosse zu sein, sahen die Frauen gleich viel sterblicher aus. Und dabei hätten sie alle noch ein paar Jahre haben können, in denen sie nicht so offensichtlich in den Lauf der Zeit verstrickt gewesen wären,
wie sie es mit ihrem blind oder sehenden Auges eingegangenen Ehen von einem Tag auf den anderen waren. Zurück zu Franz am Anfang, also als wir ihn da erleben als Fotograf, sehr jung. Du hast eingangs gesagt, er hat einen sehr schönen Blick auf diese Paare, auf ihre Glücksmöglichkeiten überhaupt. Da hat er noch gar nicht begonnen, so etwas überhaupt zu leben, zu erfahren. Er hat eine einzige Erfahrung diesbezüglich und das sind seine Eltern. Also aus dem projiziert er ja auch auf andere. Er schließt aus der nicht sehr glücklichen Beziehung seiner Eltern ein bisschen voreilig möglicherweise auf alle anderen Paare und Paarungen von Menschen. Das kann man vielleicht sagen. Ja. Diese Fotografie, es ist gelesen worden, also er stellt sie da vor diese Achterschleife hin, also ein Bild, das schön ist, aber auch ein bisschen absurd, weil es ja der Fluss und die Autobahn ist, also jetzt nicht etwas, was man sich bei Hochzeitfotos so erwarten würde. Die Fotografie spielt eine recht große Rolle in diesem Roman, nicht nur da fotografiert er Paare und dann später in Wyoming ist es die Landschaft, die Leere eigentlich. Wie wichtig ist der fotografische Blick gewesen, um dieses Buch zu schreiben? Eigentlich nicht nur für dieses Buch, sondern für mein Schreiben überhaupt. Einerseits, weil der optische Sinn natürlich der am meisten bemühte Sinn beim Schreiben ist. Wir sprechen natürlich auch von Gerüchen, wir sprechen von akustischen Signalen, wir sprechen von Geschmäckern, aber wenn man Romane liest, dann sind die überwiegenden Beobachtungen optische Beobachtungen. Und Fotografie, das Festhalten von Bildern, bedeutet immer auch ein Anhalten der Zeit. Und das ist ja einer dieser paradoxen Versuche, die man als Schreibender unternimmt, dass einem die Fotografie in ihren Bestrebungen einerseits nah ist und andererseits fern ist. Nah in dem Sinn, dass man versucht, die Zeit zu fixieren, die immer vergehende Zeit, als den möglicherweise größten existenziellen Skandal, gegen den man sich als Schreibender auflehnt. Und gleichzeitig ist diese Fixierung in der Fotografie immer auch eine Fixierung, die an den Tod denken lässt. Darüber ist geschrieben worden von Susan Sontag, von Roland Barthes, dass wir, wenn wir auf die Fotos von Menschen blicken, nicht sicher sein können, ob diese Menschen noch leben. Und dass damit ein immenser Schreck verbunden ist. Sodass die Fotografie auch ein unheimliches Medium ist. Ja, Franz gehört, er hat immer seinen Willen durchgesetzt und der Sohn hat dann alles gemacht, was der Vater wollte. Aber gerade diese Fotos sind ja auch ein Bindeglied zwischen ihm und seinem Vater, weil er ihn die schickt. Diese Landschaftsfotos, die er in Wyoming macht, seinem Vater nach Hause, also eine Art Gegenleistung vielleicht, wenn man es ganz platt formulieren möchte, aber das ist etwas, was sie verbindet, diese Sehnsucht nach dieser Weite. Es gibt so eine angedeutete Amerika-Sehnsucht, die sowohl dem Vater als auch dem Sohn zugeschrieben wird. Und das Weggehen nach Amerika ist in dem Roman lange nicht völlig geklärt, ob das nicht vielleicht eine Flucht ist oder ob das mehr der Haltlosigkeit dieser Figur geschuldet ist. Und der Vater, das wird auch nur angedeutet, könnte die Vorstellung haben, dass Franz etwas mit dem Tod der Braut zu tun hat, die in den Abgrund gestürzt ist. Und der Vater schickt Geld nach Amerika und scheint froh zu sein, dass der Sohn einfach mal zunächst in der weiten Welt ist und dort bleibt. Also Sie sehen schon, es scheint so, es wird etwas konstruiert. Ich kann Sie beruhigen, das wird nicht aufgelöst im ganzen Buch, nicht alle Konstruktionen, die da aufgetan werden. Ich möchte jetzt nicht das Risiko eingehen zu fragen, was ist da autobiografisch dran, auch wenn man die Frage so wahrscheinlich gar nicht stellen kann. Aber in einem Interview hast du gesagt, genau diese Amerika Passagen, wenn man so will, sind wahrscheinlich das autobiografischste, obwohl du es so nicht erlebt hast. Ich habe einmal bei Reinhard Götz gelesen, er habe keine Kindheit gehabt. Und der Satz ist mir sehr nahe gegangen.
weil ich den sofort auf mich selbst angewendet habe, hochdramatisch. Ich hätte keine Kindheit gehabt, was natürlich so nicht stimmt. Und ich habe mir immer Kindheiten erträumt und diese Kindheiten habe ich in der Regel in Büchern gefunden. In der Regel in der amerikanischen Literatur, in der nordamerikanischen Literatur, aber auch in der südamerikanischen Literatur, in den frühen Büchern von Vargas Llosa, die habe ich einerseits als Literatur gelesen mit einem hoffentlich mittelguten literarischen Sachverstand, andererseits auch ganz naiv im Sinn, wenn er diese Szenen aus seiner Adoleszenz beschreibt in seinen frühen Romanen, dass ich immer das Gefühl gehabt hätte, es wäre gut für mich gewesen in Peru als Kind. Und es gibt eine Sache, die nicht autobiografisch ist, aber die für den Roman sehr wichtig ist, die kann ich erzählen. Das hat mit einer meiner allerersten Erinnerungen zu tun. Mein Vater hat mir von einem österreichischen Skirennfahrer erzählt, der in den 60er Jahren nach Wyoming ausgewandert ist, nachdem er zuerst in Innsbruck die Olympischen Spiele im Slalom gewonnen hat. Manche von Ihnen, wahrscheinlich nicht viele, werden noch seinen Namen kennen, Peppi Stiegler. Und weil ich offenbar zu viel Freizeit habe, habe ich irgendwann gedacht, ich gehe einmal dieser Erinnerung nach und habe versucht, zu Peppi Stiegler in Wyoming Kontakt aufzunehmen, von Hamburg aus. Das ist mir nicht gelungen und ich bin dann einfach hingeflogen und habe mich zu ihm durchgefragt und dann einen Tag mit ihm verbracht. Und die ganze emotionale Aufladung für diesen Roman kommt aus dieser Reise und kommt aus dieser Begegnung mit dem mittlerweile über 80-jährigen Peppi Stiegler.